Oui, faites-le répéter, s'il vous plaît. Also, c'est quoi votre nom? Also, ich bin hier beim Lidl und sie lassen mich nicht rein hier, weil ich weiß nicht, weil ich Deutsch spreche. Also, ich bin hier in Brignol und sie lassen mich nicht rein. C'est quoi votre nom? Was ist Ihr Name? Sie sind hier in ein deutsches Laden, wissen Sie? C'est allemand ici. S'amuse à me filmer, il m'a pris pour Madonna. Elle veut pas me laisser rentrer, faire mes courses. Si, donc, j'ai fait en allemand, ich rede Deutsch, das ist hier ein deutsches Geschäft und ich filme das hier. Ouais, ça veut dire. C'est quoi votre nom? Je vous ai dit de rentrer faire les courses, monsieur, et après je vous ai demandé de ne pas rester devant le magasin. Allez-y, je m'en occupe. C'est quoi le problème? Allez-y, je m'en occupe. Je veux juste faire mes courses. Qu'est-ce que vous faites là? Ich möchte gerne einkaufen. Oui, pas de soucis, quittez ça, okay. Là, en caisse. Mais vous êtes rentré déjà. Also, hier ist der Lidl, wo das Ganze hier stattfand. Ne? Die Leute waren super aggressiv. Ich weiß immer noch nicht, wieso. Ich glaube, es hat damit zu tun, dass ich einen Rucksack auf hatte. Ich war nämlich am Wandern. Und, aber es gibt so Leute innerhalb des Geschäftes, die denken, dass sie irgendwie da, ich weiß nicht, so einen Hochsicherheitstrakt draus machen können. Die kriegen vielleicht irgendwelche Energie dadurch raus. Wie das funktioniert, vielleicht kann die Direktion der Lidl das nachvollziehen. So, wirklich ziemlich eine Schande, was da abgeht. Ah ja, hier auf dem Papier ist dann der Datum zu sehen, 8. August um 3.07 Uhr. Vacances steht da noch. Naja, schöne Ferien, ne? Super. Und ich denke, irgendwie hat es damit zu tun, dass die Franzosen wegen diesen Attentaten da, dass die total am Ausflippen sind, so wie das heißt. Ne? Die denken überall einen Terrorist zu sehen oder ich weiß es nicht. Wenn man einem, ich habe ja einen, ich war in der Armee, ich habe einen Militärrucksack, aber so aggressiv und ich glaube, es hat seinen Platz nicht in Lidl. Vielleicht können sie etwas da machen. Sonst ist lieber Lidl, finde ich schon gut. Ne? Nichts gegen Lidl. Also hier ist dann der bewusste Lidl, wo die Kunden sehr aggressiv behandelt werden, ohne irgendwelchen Grund. Da Lidl. Da nochmal. Lidl. Lidl. Sehr organisiertes, aggressives Verhalten hier in Brignol in der Lidl. Und da ist sie nochmal, die Tussi von gestern da. Ist am Telefonieren während Arbeitszeiten, weil sie sich ja langweilt. Tut sie da die Kunden aggressiv behandeln.